herzlich willkommen zurück zu Minecraft Dungeons. Im letzten Part haben wir tatsächlich den windumtosten Gipfel abgeschlossen. In dem Part werden wir den gewaltigen Schutzwall, also das geheime Level, machen. Wie ihr das freischalten könnt, seht ihr unten rechts. Ihr müsst zwischen der Liftsequenz und der Schlüsselsequenz, keine Ahnung, da generiert es wieder random so ein Biom, man kennt es. Und da gibt es so eine Weggabelung davor. Und die müsst ihr benutzen. Ihr kommt da am besten hin, wenn ihr irgendwie oben so ein spezielles Ding verwendet. Nein, wenn ihr oben seid und runterspringt, ihr seht es in der Aufnahme unten. Gut, ich habe mal gedacht, ich nehme die Frostling. Weil die Handschuhe doch ein bisschen zu OP sind und wir wollen ja hier eine Herausforderung, wenn wir schon ein niedrigeres Level haben. Perfekt. Bass ist auf jeden Fall wieder am Pumpen bei dem Let's Play. Ich hab, by the way, die Musik ein bisschen leiser gemacht, weil die im letzten Part doch recht laut war. Ich hab da noch ein bisschen einstellen müssen. Es tut mir leid. So. Was haben wir? Eine versteckte Truhe. Alles klar. Und Vorräte. Nutzen wir mal den Bogen aus. Okay, hier ist absolut gar nichts. Wir haben ja jetzt unsere Widerrüstung, das heißt, wir sind dementsprechend schneller. Fühle ich. Brauchen wir, haben wir auch echt nötig. Das macht das Gameplay hier um einiges schneller. Gut, ich habe übrigens rausgefunden, dass im Februar schon das nächste DLC kommt. Das spielen wir natürlich auch. Und im April werden wir dann Lego Star Wars spielen. Als Überraschung. Aber alles auf dem Upload-Plan von 2021. Oh Gott. Ah, da habe ich jetzt ein bisschen zu lange gezögert. Wir werden, by the way, geheilt, wenn wir Schaden machen, wenn wir die Rüstung, die wir jetzt gerade anhaben, anhaben. Was ich schon recht feiere. So, hier haben wir Winde. Die absolut nichts bringen. Wo müssen wir denn lang? Oben? Okay. Wichtig ist es auf jeden Fall immer, den Köcher der Pein auszurüsten. Grund hierfür sollte eigentlich auf der Hand liegen. Dann können wir nebenbei nochmal Seelen farmen. Also den eigentlich immer sofort aktivieren. Außer man ist in einem Bosskampf oder so. Aber das hier ist ja ein Geheimausgang, deswegen ist ein Bosskampf ziemlich unwahrscheinlich. So. Perfekt. Dann machen wir hier mal ein bisschen Platz für Neues. Und aktivieren hier mal das Battle. Hier haben wir so komische Türme. Ich weiß nicht, was sie machen. Macht der Turm was? Sieht nicht danach aus, hm? Oh, jetzt hat er was gemacht. Ah ja. Ah, sieht man da die Anzahl von Wellen, die noch kommen? Also kommt jetzt noch eine Welle. Jetzt ist er leer, alles klar. Ah, das ist doch voll der coole Turm. Oh mein Gott. So.
Perfekt. Laufen wir noch kurz hier unten lang und rotten alle aus, bevor wir weitermachen. Wir haben ja Zeit. Hier haben wir nochmal Vorräte. Alles klar. Oha, Feuerbolzenwerfer. Das hört sich krass an. Aber ich habe aktuell keine... Hallo? Keine Verzauberungspunkte. Ist der cool? I don't know, was hat er für Verzauberung drauf? Wachsen, Giftwolke. Explodiert beim Aufprall, Kettenreaktion. Hat er Durchdringen als Verzauberung? Dann ist er ja voll OP. Nee, leider nicht. Schade. Machen wir den mal weg. Ich finde den anderen besser. Wegen den Verzauberungen. So. Wo müssen wir lang? Ah, wir müssen hier unten lang. Alles klar. Suche den Ausgang. Wir sind doch erst gerade rein. Aber okay. Anscheinend müssen wir nebenbei noch das Lager der Hater zermetzeln. Haters gonna hate. Was haben wir hier? Okay. Okay. Das war's schon? Voll Müll. Das war ja gar nichts. Easy. Den Knopf haben wir aktiviert. Was müssen wir jetzt hier machen? Ich glaube, wir müssen hier den Tunnel machen. Ist aber nur so eine Vermutung. Ah ja. Okay. Habe ich jetzt nicht verstanden. Muss ich wahrscheinlich auch nicht verstehen. Was geht hier ab? Sehe ich so aus, als ob ich intelligent genug wäre, hier das Rätsel zu lösen, oder wie sieht's aus? Ah, tatsächlich, wir müssen hier das Feuer löschen, so wie es aussieht. Und jetzt wurde irgendwas aktiviert, aber ich kann nicht sehen, was. Nee, hier auch nicht. Müssen wir jetzt wieder zurücklaufen? Tatsächlich. Nein? Wo ist der gelbe Schlüssel? Wir müssen den gelben Schlüssel suchen. Ah, okay, wir haben hier die Türen aufgemacht. Ah ja. Ja, du mich auch. Da wurden doch 1:1 Shy Guys Sounds übernommen. Ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. So, was haben wir jetzt hier? Ziemlich viel Abschaum, Gesindel. Ein Kampfstab, brauchen wir den wirklich? So was braucht man doch nicht, oder?
Was ist hier? Ein versteckter Ausgang, oder? Oha. TNT-Loren. Die machen sich ja ordentlich Schaden. Und Battle-Raum. Oh Gott. Okay. Okay, die TNT-Loren gefallen mir. Bringt auf jeden Fall eine gewisse Schwierigkeit rein. Ist mal wieder was Neues. Hat mir so noch nicht. Ist jetzt da mal vorbei, oder? Hallo? Komm her. Oh mein Gott, das hört ich auf. Wo ist denn der letzte? Ah, hier. Alles klar. Wir machen richtig viel Schaden, kann es sein? Warte mal. So, hier einfach anklicken. Ist am einfachsten. Dann kommt man da recht einfach hoch. War ein cooler Battle-Raum. Mir gefällt die Idee mit den Loren. Wachelrüstung, alles klar. Gott, hör doch auf damit. Schön, dass sie hier neue Ideen mit reinbringen. Gefällt mir. Daran merkt man, dass die Entwickler noch nicht so ausgelutscht sind, wie zum Beispiel von anderen Spielen wie GTA oder so. Sondern wenigstens noch ein bisschen kreativ sind. Ja, okay, wenn man einmal im Jahr ein Update raushaut. Jetzt bei Minecraft oder so. Die Entwickler wurden doch recht geschont in letzter Zeit. So, was haben wir hier oben? Nur ein Magier? Schade. Ich habe noch keine Bestie gesehen. Gibt's hier nicht? Wir machen echt viel Schaden, fällt mir gerade auf. So, blauer Schlüssel. Alles klar. Okay. Keine Herausforderung. Was ist Smaragdrüstung? LOL. Okay. Gefällt mir. Sowas sollten sie mal ins originale Minecraft reinbringen. Aber wir sind gerade viel zu stark, kann das sein? Das Problem ist, für die höhere Schwierigkeitsstufe sind wir zu schwach. Also für Apokalypse. Superb. Oh oh. Okay.
muss er. Perfekt. Okay. Und zum Glück kein Soundbug, wie im originalen LP. Also im Haupt-LP vom Hauptspiel, von der Hauptstory. So. Ah ja, ist ein bisschen übertrieben, aber sag's keinem. Vor allem hat man sie nicht gesehen. War schon ein bisschen Ding. Jetzt die ganzen Felder ausrotten. Wie kommt man denn da auf die andere Seite? Nö. Warum zünden wir die an? Macht das irgendwie Sinn? Oh mein Gott. Wunderbar. Verbrennen die auch komplett, oder? Wie sieht es aus? Brennen die jetzt nur so weiter? Ah, die brennen nur so weiter, alles klar. Wäre cool, wenn die irgendwie so kaputt gehen würden. Oh Gott, Lama. Oh, die Windmühle sieht auch cool aus. So. Eismagier down. Wunderbar. Ah, jetzt kassieren wir doch noch recht hart. Level up. Wichtig an der Stelle. Gucken wir doch erstmal, was hier so abgeht. Guck mal, wie viele Pfeile wir haben. What the hell? Ja, das sieht gut aus. Ja, wir rotten einfach mal alles aus. Warum nicht? Perfekt. Ah, da ist noch einer. Den habe ich gar nicht gesehen. Die sehen aus wie die Blöcke, auf denen sie laufen. Also herausfordernd ist es nicht. Aber viel zu laufen. Deswegen ist die Rüstung eigentlich perfekt. So, gehen wir hier runter. Laufen nochmal hier lang. Durch das wunderschöne asiatische Tor. Es sieht aus wie das Himalaya. Gebirge. Hab ich es gerade falsch betont? Kann schon sein. So. Da unten ist noch einer. War noch einer. So. Weiter geht's. Ja. Ist jetzt nicht die schwierigste Mission, die wir hatten. Aber wir müssen es so leicht spielen. Ich finde es ein bisschen schade, dass du die Schwierigkeit nicht selbst bestimmen kannst.
sondern dass die so plus minus vorgegeben ist. Aber vielleicht ändert sich ja meine Meinung beim nächsten Part im Bosskampf. Die Musik ist schön. Die Musik gefällt mir. So. Jetzt haben wir fast alles ausgerottet. Kommen hier jetzt noch. Das war's? Okay, wunderbar. Perfekt. Oh, gefällt mir. Das ist das erste Mal, dass wir so wirklich so, keine Ahnung, so eine andere Burg sehen. Außer jetzt halt, Burg, oh Gott, Baustein oder wie sie hieß. Aber es war eher ein Schloss. Der Garten hier gefällt mir. Also man hat schon ein paar Bauideen. Was ist hier? Da braucht man einen blauen Schlüssel für, alles klar. Nämlich, wie viele Seelen bekommen wir eigentlich aktuell? 6, ja, das ist solide. Vor allem heilen wir uns mit denen richtig schön voll, weil wir dementsprechend Schaden machen. Perfekt. So. Das Sturmmesser nehmen wir auch mit. Zack. Und den Luftbändiger hauen wir auch mal weg. Die finde ich eigentlich ganz gut als Gegner. Schade, dass sie nicht kommen werden in Minecraft. Also aktuell wurde der ja noch nicht zur Abstimmung freigegeben. Was ich echt schade finde. Ah, jetzt machen sie doch ordentlich Schaden. Oh, jetzt hör doch mal auf. Du kannst zwar Luftbändigen, aber du bist trotzdem nicht der Herr der Elemente. Perfekt. Das ist nochmal ein Schlüssel. Okay. Toll. Nehmen wir mit. Keine Ahnung, wofür der gebraucht wird. Oh mein Gott. Kommt hier noch irgendwas Herausforderndes oder? Ziemlich viel von den Waffen. Gefällt mir gar nicht. Die Waffen finde ich schon ein bisschen mühsam. Warte mal, wo ist jetzt? Kommst du mit? Dankeschön.
erstmal alles töten. Finde den Hauptmann. Besiege den Hauptmann. Sollten wir hinbekommen? War das von der Hauptmann? Oder bist du der Hauptmann? Alles klar. Du siehst nach dem Hauptmann aus. That's a lot of damage. Warte mal kurz, wir machen das ganz einfach. Lol. Was willst du jetzt machen, hä? Ah, da haben wir schon schwerere Gegner. Lüll. Oh, hier haben wir noch eine Belohnungsspur. Windbogen. Stinknormaler Windbogen, alles klar. Und ein Schwermachttrank, keine Ahnung, wie das Ding heißt. Okay, cool. So sieht das Bonuslevel aus. Dann habt ihr das auch gesehen. Es ist ein Riesenaufwand, das Ding zu finden. Ist nichts Besonderes. Man hat einen neuen Boss. Wenn man das. Einen neuen Zwischenboss. Sagen wir einen Zwischenboss dazu. Diesen Hauptmann. Boss würde ich das jetzt nicht nennen. Ja, ist eigentlich ganz nett. Mir gefällt die Smaragdrüstung. Wir können gerade mal gucken, was die für Werte hat. Wenn du während deiner Abenteuer die Smaragdrüstung trägst, werden wie durch Zufall mehr Smaragde in deiner Nähe erscheinen. Lol, okay, das ist cool. Cool, um Geld zu farmen, auf jeden Fall. Der Windbogen ist, glaube ich, auch neu. Aber da gibt es auch die legendäre Form, die kann ich euch jetzt gerade zeigen. Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Ah, die bin ich gerade am Upgraden. Das Ding hier. Aber werden wir wahrscheinlich aktuell noch nicht sehen. Werden wir dann wahrscheinlich im Nether-DLC sehen. Und ja, im nächsten Part gucken wir uns dann den Endboss an. Ich will mich bedanken fürs Zuschauen. Wenn ich der Part gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, darf dann Schuh. Tschüss und bis bald.